Jo, Heizer zu Atomic Heart. Wir wollen jetzt hier Claire, ihre Roboterkollegin, hier irgendwie zusammenbauen. So ein bisschen suchen, mal gucken. Oh, alles ist boah, sieh dir das an. Der reinste Palast. Oh, nice, das nenne ich mal Stil. Lass mich den Anblick genießen. Okay, mal gucken, was das da hinten ist. Du musst mir helfen, bitte! Ja. Wie denn? Du weißt schon, dass du verstorben bist? Natürlich weiß ich das, junger Mann. Das ist ja wohl offensichtlich. Wie kann ich dir dann helfen? Ich bin Fremdenführerin. Die letzte lebende, naja. Nicht robotische... Du weißt schon, was ich meine. Schon klar. Und? Vor der Übergabe meiner Aufgaben an die Tereshkovas habe ich eine letzte Führung geleitet. Ganz feierlich. Meine Gruppe bestand aus Studenten. Als Belohnung für ihre Polymerbehandlung durften sie die Anlage besuchen. Zu einem schlechten Zeitpunkt. Zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Und ich sorge mich um sie. Sie müssen hier irgendwo in den Ausstellungshallen sein. Vielleicht sind sie schon... Hör mal, eigentlich solltest du evakuiert werden, aber anscheinend kannst du auf dich selbst aufpassen. Mhm. Bist du ein Wachmann? Sowas in der Art. Bitte finde sie. Als das Chaos begann, rannten sie davon. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Ich bin mit meinem Leben für sie verantwortlich. Oh, ich meine... Alles gut, beruhig dich. Ich versuche sie zu finden. Danke. Hab herzlichen Dank. Sag mir bitte, wenn du alle gefunden hast. Es waren zwei junge Männer und zwei junge Frauen. Also, ja, ich werde hier warten. Was sollte ich auch sonst tun? Okay, lass mal gucken. Also hier kommen wieder die Dudes raus, wenn wir hier die Hälfte kaputt machen. Das ist zu. Okay. So, das ist auch zu. Mhm. Also das heißt, wir müssen hier die Treppe runter. Geht's auch nicht rein. Achso, er kommt hier, okay. Kriegt man die kaputt oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist das Problem? Also wir wollen eigentlich da drüben. Ich guck mal eben hier lang. Erdgeschoss halt ganz ich wollte auch. Heute sterben. Das ist eine der jungen Frauen. Das ist ja mal was anderes. Und? Lief alles nach Plan? Kolja und ich haben uns gestern getrennt. Seine Eltern wurden nach Sachalin versetzt. Dem echten, nicht dem hier. Muss man kurz weg. Also, seid tapfer. Ich muss los. Jimmy. OMG. Ja, cool, die sind ein bisschen nicer als sonst. Okay.
müssen jetzt aber mal her, weil doch immer alles so friedlich hier. So, sie war eine von denen, die leider gestorben ist, oder? Ich wollte heute sterben. Das ist ja mal was anderes. Und? Lief alles nach Plan? Kolja und ich haben uns gestern getrennt. Seine Eltern wurden nach Sachalin versetzt. Dem echten, nicht dem hier in der Ausstellung. Er ist mitgegangen. Er sagte, wir wären nicht mehr zusammen. Darum wollte ich heute sterben. Da hast du recht. Wenn man von einer Brücke stürzt, fühlen sich die Probleme auf einmal lösbar an. Bleibt nur das Problem, dass man gerade von einer Brücke stürzt. Aber als ich hier so lag, wurde mir plötzlich klar, es gibt nichts Dümmeres, als wegen einem Verflossenen sein Leben aufzugeben. Es klang sogar noch albern. Ja, tut mir echt leid. Ich sag der Fremdenführerin, dass ich dich gefunden habe. Sie war besorgt. Ich hätte gesagt, du bist eine böse Pflanze. Bist du aber nicht. Da ist einer. Da oben ist einer. Hier können wir wieder nicht rein. Okay, lass mal gucken, was man mit denen machen kann da drüben. Nix. Da kommt so ein Ding schon wieder. Okay, muss schnell sein. Muss ich schocken? Mal wieder schocken. Okay. Jetzt haben wir einen Elderbuch. Neuer Scan-Zyklus. Modul Gliedmaße. Bein links. Nicht gefunden. Ah, na toll. Und wo soll ich jetzt danach suchen? Bei meiner Kühleinheit. Diese schnurrbärtigen Perversen müssen sie in den Wartungsraum gezerrt haben. Bin schon unterwegs.
Mann. Lass mal hier gucken, oder? Speichere Daten. Okay. Hier war es mal echt schön, bevor alle umgebracht wurden. Ein wirklich tragischer Anblick. Ach komm. Treffen. So, und die hier vielleicht schocken. Ich weiß immer nicht, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Genau falsch. Reicht's aber, oder? Na ja, gut. Da ist blau und da ist orange. Okay, lass mal tauschen. Nochmal die beiden tauschen, würde ich sagen. Ach, shit. Hey, das ist neu. Hier musst du womöglich dein räumliches Vorstellungsvermögen anwenden. Das womöglich kannst du streichen. Diese Schlösser haben es wirklich in sich. Was heißt das, wir wollen eigentlich durch, oder? Also eins. Zwei. Drei. Ist doch ganz gut, da kommen wir schon mal durch. Hey Charlie, warum konnten Sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen? Solche mit Zahlencodes und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Nicht so nett, ne? Scheißknopf! Hm.
So, wie soll das funktionieren? Irgendwie der Ralph. Mhm. Charles, wie sehen die speziellen Neurokonnektoren von Sechenovs Team aus? Auf den speziellen Neurokonnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Sechenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Sechenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neurokonnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen, eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur 7 dieser Gamma-Konnektoren. Für Vavilov, Koroljov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chelomei? So ist es. Es gibt ja nur die Kombi, dass ich da reinkomme, ne? Das hier. Das kann ich durchlaufen, oder? Jawohl. So. Achso, jetzt hat sich das hier, ne, ich wollte gerade sagen, hat sich gedreht. Bitte zu deinem Blechgott! Hältst du das bitte mal für mich? Blöde Säcke. Mann. Das hat Ammo gekostet. Lieber Homie, Shelby. Okay. Bedeutet Dream? Wow, boah, das ist verwirrend. Nochmal zurück. Das ist es nicht. Was hätten wir davon? Auch nichts, ne?
Kann man den unterschiedlich drehen? Nee, ne? Also das hier hat jetzt keinen Einfluss, oder? Nee. Genau. Dann drehen wir halt nochmal. Komplett zu. Wirkt erstmal blöd, ne? Da wollen wir aber hin, dass wir weiter drehen können, oder? Also, das erste sah doch gar nicht so schlecht aus mit so einem gelben Ding ranklettern. Puh. Auf den ersten Blick mies aus, ne? Weil man eigentlich nichts machen kann. Aber auf den zweiten Blick ist das gar nicht so schlecht. Dreht das nur das oder dreht es auch das? Hm. Dreht beide, ne? Jawohl. Wollen aber gerne hier irgendwie rauf, ne? Wo landet das Ding, wenn man es nochmal dreht? Ups. Da geht ein höher. Okay, das ist natürlich doof. Lass mal dreimal drehen. Ups, komm. So, so sind wir reingekommen. Na? Irgendwie wollen wir da oben rauf. Das heißt... Also können wir sicherlich hier irgendwie ranspringen und wieder rausgehen. Also ist aber nicht mit den. Nicht mit den Dingern, oder? Genau, wir müssen irgendwie rüberlaufen können. Ja.
heißt jetzt so schlecht nicht, aber doch, es geht. Sehr schön. Oh, jetzt kein Scheiß bauen. Räume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Let's go, komm. Charles, Dr. Sechenov hat doch nie ein Armband getragen. Sieht der Alpha-Connector irgendwie anders aus? Und ob? Dr. Sechenovs Gerät ist einzigartig und Form und Ort gehören zu seinen bestgehüteten Geheimnissen. Dann muss sein Alpha-Connector also gut bewacht sein. Und wer macht das? Argentum? Es wäre viel zu riskant, Menschen damit zu betrauen. Er wird von Dr. Sechenovs persönlichen Leibwächtern bewacht. Den Ballerina-Zwillingen? Ihre Bewegungen sind so anmutig und elegant. Sie erinnern mich an irgendwas. Ach ja? Und woran genau, Genosse Major? Ich weiß nicht, an etwas Gutes. Mach schon auf, uns läuft die Zeit davon. Und hier ist dein Bein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Jetzt müssen wir wieder rauf, oder? Ganz oben rauf, okay. Ich würde sagen, wir machen mal ein Päuschen, oder? Und suchen dann beim nächsten Mal den Rest. Was brauchen wir noch? Ein paar Arme und einen Kopf. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Ciao.